Hallo meine Lieben, ich bin wieder zurück nach einer Sommerpause und ich möchte darüber sprechen, warum ich Hula Hoope. Und vielleicht interessiert es dich ja, wenn du dir auch überlegst, mit dem Hula Hoop anzufangen. Okay, also hier mal 10 schlaue Gründe. Ach Quatsch, nicht 10, entschuldige bitte, 12. 12 schlaue Gründe, warum ich Hula Hoope. Der Hula Hoop hält mich fit. Der Hula Hoop hält mich topfit und er trainiert jeden Muskel in meinem Körper. Vor allem, wenn man verschiedene Hula Hoops benutzt und nicht nur den Fitness Hula Hoop, um ihn um die Taille schwingen zu lassen, sondern wenn man auch mal einen anderen Hula Hoop benutzt, einen leichteren Hula Hoop, und dann kann man Tricks machen oder damit tanzen und dann trainiert man wirklich seinen ganzen Körper. Ja? Und dadurch wird der Körper sehr schön definiert. Mir gefällt das sehr gut, mir ist es wichtig, wie ich aussehe, und deswegen hula ich. Der zweite Grund ist, es ist eine sehr gute Ergänzung zum Tanzen. Ich bin ja Tänzerin und Tanzlehrerin. Der Hula Hoop ist natürlich fürs Tanzen, also wenn man jetzt das vom Tanzen her sieht, eine große Erweiterung im Repertoire. Also wenn man jetzt als Tänzer zum Beispiel unterwegs ist. Tanzen ist die beste Medizin auf der Welt, also es gibt nichts Besseres als Tanzen. Ich sage immer, Tanzen ist besser als Sex, weil es langfristig anhält, das Glück, weil wenn man dann mal schnell mit einem Mann oder sowas, dann ist ja mal sehr kurzfristig alles und dann gibt es meistens auch gleich wieder Streit oder so zu Hause. Der Frieden ist dann gleich wieder vorbei, aber wenn man jetzt getanzt hat, dann ist man so rundum glücklich und es macht einfach den Körper wunderschön. Ich bin jetzt 53 Jahre alt und man sieht ja, ich sehe gar nicht so verkehrt aus. Das macht der Hula Hoop und aber auch das Tanzen. Nummer 3, mit dem Hula Hoop hat man unendlich viele Möglichkeiten. Also ich kann mit dem Hula Hoop Tricks machen, ich kann mit dem Hula Hoop tanzen, ich kann Fitness machen mit dem Hula Hoop, ich kann mit Musik machen, ohne Musik, es ist unendlich, ja, also das hört nie auf, weil zum Beispiel Tricks gibt es unendlich viele und Variationen und es ist einfach was niemals aufhört. Das ist das Schöne. Das kann man wirklich sein Leben lang machen und es wird niemals langweilig. Das ist das Schöne. Und man trainiert seinen Körper und seinen Geist und seinen Mental. Hier, mentale Gesundheit ist ja heute auch sehr wichtig. Viertens, man kann es bis ins hohe Alter machen. Ich bin jetzt 53, wie gesagt. Ich habe erst mit 49 angefangen und es hält mich einfach wirklich auch geistig fit. Man muss sich konzentrieren, man wird gefordert, man lernt, seinen Körper besser zu bewegen. Das Schöne ist eben, man kann das auch mit 90 noch machen. Natürlich, wenn man jetzt mit 80 anfängt damit und mit 90 das noch macht, dann könnte es vielleicht eher schwierig werden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das ewig schon lange macht und trainiert, dann Fahrradfahrer. Ich bin ja auf dem Fahrradweg, gerade erst. Wenn man, wie gesagt, also man kann das noch machen, bis man 90, wenn man jetzt schon sein Leben lang hullert oder Sport macht, dann ist das auch kein Problem. Dann kann man das eben auch noch machen, bevor man dann sozusagen die Augen für immer schließt. Lass uns sehen, was noch auf meiner Liste steht. Es ist Kleinkinder. Ich will jetzt meine Brille nicht aufsetzen wieder. Deswegen sage ich mal, deswegen mache ich das mal etwas größer. Also man kann es bis ins hohe Alter machen und man kann in jedem Alter damit beginnen. Wenn du 70 bist, kannst du immer noch anfangen mit dem Hullern. Es muss ja nicht gleich der dicke, fette Fitness-Hula-Hoop sein, aber du kannst immer noch anfangen zu hullern und das ist das Schöne. Du kannst in jedem Alter damit anfangen. Es gibt leichtere Hoops, es gibt größere Hoops und je nachdem, was man machen möchte, man kann wirklich trainieren, anfangen mit dem Hula Hoop in jedem Alter. Wunderbar. Viele Vorteile hat es einfach. Es stärkt die Muskulatur, stärkt die Koordination, es macht vitaler, es verändert die Persönlichkeit. Also das muss ich sagen, also nicht die Persönlichkeit, sondern es wird das rausgeschält aus dir, was in dir drin ist, sozusagen. Der Diamant wird rausgeputzt. Das ist ein Prozess, den viele Frauen vor allem auch durchgemacht haben. Das finde ich besonders schön. Die sind am Anfang, wenn du die Videotutorials siehst, sehen die ganz normal aus und nach 3 Jahren oder sowas sehen die anders aus. Die Haare sind anders, sie kleiden sich anders, sie sprechen anders. Es ist einfach, der Hula Hoop hilft uns wirklich auch mental. Also es ist wirklich nicht nur ein Plastikring, den man um die
Taille rotieren lässt oder Tricks macht oder tanzen, sondern es hat einfach auch noch viel, viel, viel mehr Benefits, also Vorteile. Was macht der Hula Hoop noch für mich? Was ich sehr schön finde, ist eben diese Freiheit, die ich habe. Ich habe die Freiheit, wo ich will, wann ich will, wie ich will, alleine in der Gruppe oder jetzt eben auf Videos. Und ich kann draußen das machen, ich kann es drinnen machen und ich bin völlig unabhängig. Und ich persönlich liebe meine Unabhängigkeit und deswegen finde ich das also wirklich ein ganz tolles Tool und es ist leicht, man kann ihn überall mitnehmen und ist einfach super. Ist wirklich ein tolles Tool, dieser Hula Hoop. Dann ein ganz spezielles Thema, das wird vielleicht auch einigen anderen so gehen, Selbstwert. Vielleicht ein bisschen melancholisch, depressiv, vielleicht kommt irgendjemand ebenso aus häuslicher Gewalt, in welcher Form auch immer, emotional, physisch oder verbal. Der Hula Hoop hilft jedes Mal, wenn man mit dem Hullern fertig ist, fühlt man sich wesentlich besser. Also wenn es dir nicht gut geht, rate ich dir auf jeden Fall, geh raus mit dem Hula Hoop, huller eine Runde und wenn es nur eine Viertelstunde ist, zu guter Musik und du wirst sehen, du fühlst dich dann innerlich viel, viel besser. Also so geht es mir immer. Ich fühle mich dann viel, viel besser, wenn ich mit dem Hullern fertig bin. Auch manchmal habe ich echt keinen Bock. Ja, dann habe ich echt keinen Bock rauszugehen und zu trainieren, weil es doch mühsam ist. Aber wenn es mir nicht gut geht und ich mich schlecht fühle, dann gehe ich raus mit dem Hula Hoop und dann trainiere ich ein bisschen und dann geht es mir viel, viel besser. Also es hilft mir wirklich gegen meine eigenen Sachen, die ich so mit mir zu laufen habe. Dann hilft der Hula Hoop auch sehr gut gegen Scham. Nummer 9. Vor allem, wenn man draußen hullert. Weil, wenn jemand mit dem Hula Hoop draußen ist, dann wird garantiert jemand kommen und zuschauen oder Leute laufen vorbei und gucken einen an. Kinder lieben Hula Hoopen. Also, wenn man jetzt draußen ist und jemand hullert, dann lieben die Kinder das. Ja? Und die bleiben auf jeden Fall stehen und schauen sich das an. Und auch wenn man sich auf Video aufnimmt, was ich sehr empfehle, wenn du anfängst zu trainieren oder wenn du schon trainierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, nimm dir eine Kamera mit und zeichne dich auf, weil du eben deine Fehler viel besser sehen kannst. Du kannst dich analysieren, was du falsch machst, was man sonst nicht merkt. Ja, also man sieht einfach viel besser und wenn man draußen hullert, verliert man auch so die Scham einfach vor anderen. Ja, also das dauert ein bisschen, aber wie gesagt, man wird ja dann auch immer besser, wenn man dann übt und ist halt sehr gut für Selbstbewusstsein und gegen Schamgefühl. Nummer 10, wenn wir schon bei Persönlichkeitsgeschichten sind, dann gibt es noch eine Geschichte und zwar, man fängt ja an, also egal ob du jetzt Anfänger bist beim Hullern oder ob du jetzt schon länger hullerst, man stößt immer wieder an seine Grenzen und wird gefordert und man ärgert sich über sich selbst, man sagt, man kann es nicht. Und diese ganzen Selbstgespräche, die dieses kleine Egolein mit uns führt, beziehungsweise diese Stimme, die immer mit uns mit ist und uns negative Sachen erzählt, wir sind nicht gut genug, halt das übliche Blabla, wir denken, ich weiß nicht, wie viele Gedanken am Tag, 40.000 in der Minute, glaube ich, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall Wahnsinn. Und wenn wir uns dann selber noch erzählen, wir sind nicht gut genug, was ist das? Also Leben ist ein Geschenk und man sollte jeden Moment nutzen und Fehler müssen gemacht werden, wenn wir hullern, weil ansonsten werden wir beim Hullern keine Fortschritte machen. Also der Hula Hoop lehrt uns auch, mit unserem eigenen Ärger umzugehen und mit unserer eigenen Frustration und vor allem auch mal drüber zu gehen über die Frustration, also weiterzumachen, wenn was nicht gleich klappt, ja, mal drüber zu gehen. Für mich ist es auf jeden Fall sehr hilfreich. Selbstsabotage. Wir sabotieren uns ja immer selbst. Ja, das kann ich nicht. Ja, die kann es schon so gut und ach, ja, üben, 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 trainieren und drüber gehen, über den Schmerz auch manchmal und durchhalten. That's it, baby. Ein weiterer sehr schöner Grund ist, es fördert die Kreativität. Mit dem Hula Hoop gibt es so viele Möglichkeiten, mit einem Fitness-Hula Hoop weniger, weil der einfach zu schwer ist und man kann ihn wirklich nur um die Taille rotieren lassen. Und deshalb empfehle ich auch immer, einen HDPE Hula Hoop sich anzuschaffen, also mit zwei verschiedenen Reifen das zu machen, weil eben mit den HDPE Hula Hoops, mit diesen Tanz Hula Hoop Reifen kannst du viel, viel mehr machen. Du kannst kreativ sein, man kann mit den Armen kreativ sein, welche Tricks man macht, wie man die Kombination mit den Tricks macht.
mit Tanzen zusammen, mit anderen zusammen, spielen mit Kindern zusammen. Also es ist wirklich super kreativ und man kann sich Hula-Hoops auch selber machen und dann kann man auch super kreativ sein. Das hört dann gar nicht mehr auf und kann auch zu einer Sucht werden und es kann sehr teuer werden. Aber wie gesagt, Hula-Hoop ist der Hula-Hoop oder das Hula-Hooping ist sehr kreativ. Das Hullern ist ein kreativer Sport, eine Kunst und ich liebe es. Aus diesem Grund liebe ich es. Last but not least, also als letztes ganz schnell, ist vielleicht jetzt ein heikles Thema im Zusammenhang mit Hula-Hooping, was jetzt so im deutschen Raum fitnessmäßig los ist. Ich weiß, alle stehen auf Fitness, alle wollen nur Fitness, schnell abnehmen, schnell Bauchmuskulatur, kannst du alles haben. Der Hula-Hoop hat noch eine ganz besonders tolle Geschichte und zwar, wie man ja sieht, ist der Hula-Hoop ein Kreis. Der Hula-Hoop ist rund und ein Kreis ist unendlich. Hat kein Ende und kein Anfang. Alles ist rund. Der Planet ist rund, die Erde ist rund. Gravitation zum Beispiel ist in Form von Spiralen. Alles wächst in Form von Spiralen raus. Also immer rund, rund, rund. Und aus spiritueller Sicht, ich möchte darauf jetzt nicht näher eingehen, weil ich müsste mir mehr erklären, aber aus spiritueller Sicht hast du einen sehr guten Schutz im Hula Hoop, my sweetheart. Und manchmal stören uns auch Leute und dann legen wir den Hula Hoop an und dann hullern wir die einfach weg. Ein Kreis ist rund, er ist infinite, er ist unendlich, so wie das Leben. Und aus diesem Grund ist der Hula Hoop eben auch ein Schutzkreis für dich, in dem du dich selbst bewegen kannst und wo du auch eben einen entsprechenden Schutz hast für dich. Und das ist wunderbar. Runde Bewegungen sind ja immer sehr harmonisch, wenn wir zum Beispiel runde Bewegungen machen beim Tanzen. Dann sieht es immer sehr harmonisch aus und es bringt uns selbst sehr in Harmonie. Also es ist ein sehr harmonisches Tool, sage ich mal, um geistig, körperlich und mental fit zu sein oder zu werden. Okay, alles klar. Das war's. Hier von dem Strand, an dem ich jetzt bin. Ich hoffe, man hört das Meeresrauschen nicht allzu doll. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kommentier unten irgendetwas Schönes, wie es dir geht, was dir besonders gut gefällt am Hulan, wo es dir gut tut. Und abonniere den Kanal, wenn du mehr Videos sehen willst. Ich habe auch schon einige Videos veröffentlicht. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit und wir sehen uns bis bald. Tschüss.